Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu Hilmar Hoffmann. Hilmar Hoffmann ist ein Frankfurter Urgestein. Er war von 1970 bis 1990 20 Jahre lang Kulturdezernent in Frankfurt. Und mit seinem Namen ist verbunden und trennbar das Frankfurter Museumsufer. Hilmar Hoffmann ist 1925 in Bremen geboren, hat in Oberhausen Abitur gemacht und dort 1951 die erste städtische Volkshochschule gegründet. Damit war er der jüngste Volkshochschuldirektor Deutschlands. 1954 hat er in Oberhausen das erste internationale Kurzfilmfestival etabliert. Er war dort einige Jahre Kulturdezernent, bevor er dann in die Stadt am Main gekommen ist. Hilmar Hoffmann war nach seiner Zeit als Frankfurter Kulturdezernent fast 10 Jahre lang Präsident der Goethe-Institute in München. Hilmar Hoffmann hat wichtige Ehrungen bekommen, wie den Hessischen Landesverdienstorden oder das Große Bundesverdienstkreuz. Er war bis 2011 Vorsitzender des Verwaltungsrates von RTL Deutschland oder von Hitradio FFH. Er war 5 Jahre lang Vorsitzender der Stiftung Lesen in Mainz und er hat fast 50 Bücher veröffentlicht, unter anderem zu bekannten Frankfurtern, zu den starken Frauen Frankfurts oder über die Frankfurter Oberbürgermeister. Legendär ist sein Werk Kultur für alle, das sich nicht nur gut liest, sondern auch sehr gut verkauft hat. Wir sind gespannt, was Hilmar Hoffmann uns gleich in seinem Haus beim Interview zu erzählen hat. Ja, Herr Hoffmann, wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie unser Center unterstützen wollen. Es geht heute um das Thema Führung. Sie selber haben 20 Jahre lang als Kulturdezernent im Magistrat hier in Frankfurt natürlich Führungsaufgaben gehabt, aber Sie wurden auch geführt oder haben Führungspersönlichkeiten wie die Oberbürgermeister Frankfurts kennengelernt. Sie waren anschließend 10 Jahre lang Präsident der Goethe-Institute. Dort hatten Sie wahrscheinlich eine ganz andere Führungsaufgabe und Führungsrolle. Sie haben in vielfältigen anderen Kontexten angefangen als junger Soldat im Krieg bis hin zu Ihren Tätigkeiten in Verwaltungsräten bei RTL oder bei Hitradio FFH oder im Deutschen Filmmuseum Führung kennengelernt, entweder von anderen oder selber ausgeübt. Und uns interessiert Ihre ganz persönliche Sicht auf Führung. Und ich möchte mal anfangen mit einer Frage, die ich immer stelle, ob wir überhaupt Führung brauchen. Und die möchte ich gern formulieren im Hinblick auf jetzt Ihr, ich sag's mal, Alterswerk. Sie schreiben immer noch Bücher, geben immer noch fast jedes Jahr ein neues Buch heraus oder schreiben neue Bücher. Brauchen Sie dafür Führung? Brauchen Sie jemanden, der Sie motiviert, der Sie anleitet, der Ihnen sagt, wann Sie aufstehen müssen? Nein, das brauche ich nicht. Ich bin ja Hanseate und von Jugend auf gewöhnt, Disziplin zu üben. Und deswegen stehe ich morgens früh auf, fange um 9 an zu schreiben bis 1 Uhr und dann um 3 Uhr bis 6. Also wie ein Beamter sitze ich dann entweder hier oder an meinem Schreibtisch oder draußen im Garten. Aber da brauche ich niemanden, der mich anstößt. Nicht mal der Verleger, der freut sich immer, wenn ich pünktlich mein Manuskript abliefere und wenn nicht, dann verschieben wir es aufs nächste Jahr. Wie meinen Sie allgemein, wie wichtig ist Führung? Meinen Sie, dass die meisten Menschen sich selber motivieren könnten, wenn man sie lassen würde? Oder meinen Sie, dass man Führung in allen Kontexten doch notwendig braucht? Ja, also die Führung braucht ja derjenige mehr, der weniger gebildet ist. Also es ist ja mal eine Frage auch der Bildung und der Allgemeinbildung, aber auch der beruflichen Bildung, ob man jemanden braucht, der einem sagt, was man machen muss, oder ob man genügend eigene Kompetenz erworben hat, um selber zu entscheiden, was richtig ist. Mhm. Und da Sie eben davon gesprochen haben, dass der Oberbürgermeister sozusagen die Richtung vorgibt, so stimmt das nicht ganz, weil die hessische Gemeindeordnung den Oberbürgermeister nur die Möglichkeit gibt, als Erster untergleichen zu agieren. Der Oberbürgermeister ist nicht der Vorgesetzte der Dezernenten. Das ordnet die hessische Gemeindeordnung so an. Und deswegen habe ich mich damals, als ich wählen konnte zwischen Köln und Frankfurt, für Frankfurt entschieden, weil in Köln der Oberbürgermeister sagen kann, wo es lang geht.
Ich nenne ein Beispiel. Als Fassbinders Stück Der Müll, die Stadt und der Tod von Günter Rühle im Schauspiel aufgeführt werden sollte, hat Walter Wallmann mich empört über den Intendanten, dass er ein antisemitisches Stück, wie er das nannte, auf den Spielplan gesetzt hat. Und ich muss ihm dann sagen, dass er mir keine Anweisung geben kann, denn die hessische Gemeindeordnung lässt das nicht zu. Und dann haben wir uns geeinigt auf Artikel 5.3 des Grundgesetzes, eine Zensur findet nicht statt. Also er hatte nicht auch die rechtlichen Möglichkeiten, das zu verhindern. Was anderes ist, wenn als Primus inter pares der Oberbürgermeister einen bittet, etwas zu tun, was man eigentlich nicht gerne möchte. Und solange das Gewissen mitentscheidet, dass man da auch mal nachgeben kann, dann tut man das. Sonst muss der Oberbürgermeister versuchen, über eine Mehrheit im Magistrat den jeweiligen ungehorsamen Dezernenten zur Raison zu bringen, wenn er da eine Mehrheit kriegt. Und das hängt natürlich auch wiederum von den Führungsqualitäten eines Oberbürgermeisters ab. Also Wallmann war einer, der den Magistrat geführt hat. Aber Kraft, Kompetenz, juristischer Kompetenz, menschlicher Kompetenz. Und weil er auch immer ein entgegenkommender Oberbürgermeister war, sodass eigentlich auch diejenigen, die seiner Partei nicht angehörten, eigentlich dann ihm gefolgt sind. Außer in Gewissensfragen. Das hat er dann auch respektiert. Damit sind wir schon beim nächsten Thema. Was ist gute Führung? Sie sagen, Kompetenz ist wichtig. Das gehört sicherlich dazu. Ja. Was sind andere Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die eine gute Führung ausmachen? Naja, das sind auch Begabungen, die man nicht erlernen kann. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel Petra Roth. Als Oberbürgermeisterin, die hat natürlich viel mit Charme gemacht, mit ihrer Fraulichkeit, mit ihrer Art, auf die Menschen zuzugehen und sie zu überzeugen. Ich habe das ja beobachtet, schreibe gerade ein Buch über Petra Roth und stelle dies als ihre besondere Qualität heraus. Sie war ja dann auch im Städtetag eine Führungsfigur. Ich schreibe gerade darüber, dass sie also auch als CDU-Frau sich nicht gescheut hat, die Merkel öffentlich zu attackieren, wenn sie versucht hatte, die Gewerbesteuer von den Städten abzuziehen, die wir brauchen, um die sogenannten freiwilligen Ausgaben, also alles, was Kultur betrifft, zu finanzieren. Und Petra Roth hat ja immer ein offenes Wort gesprochen. Und sie war eben nie eine Parteisoldatin und hat deswegen auch mit den übrigen Parteien eigentlich immer im Konsens die Stadt geführt. Wenn ich sage, die Stadt geführt, ist das auch wieder ein Euphemismus. Denn die Dezernenten sind diejenigen, die innerhalb ihres Kompetenzbereiches zum Beispiel ein Museumsufer planen und realisieren. Allerdings mit dem Einverständnis der übrigen Magistratsmitglieder und dann anschließend des Stadtparlaments, weil das ja finanziert werden muss. Die Finanzhoheit liegt ja immer noch beim Parlament. Sie müssen also, wenn Sie in Ihrem eigenen Bereich erfolgreich führen wollen, den Konsens auch mit den anderen Parteien herstellen. Und deswegen haben Wallmann und ich, wir waren ja so eine Art Entente cordiale, uns verabredet, keine Parteipolitik zu machen. Es gab hier keine CDU- oder SPD-Kulturpolitik, sondern eine zum Wohle der Stadt. Und so haben wir, ich bleibe mal beim Museumsufer, das Museumsufer immer einstimmig im Magistrat und einstimmig auch im Parlament durchgesetzt.
Und insofern kann jetzt nicht eine Partei sagen, das ist unser Museumsufer, sondern es ist das Museumsufer des gesamten Kollegiums. Sie haben gerade gesagt, diese Eigenschaften wie zum Beispiel Charme oder man spricht ja auch von Charisma, die kann man nicht lernen. Ja. Aber alles, was sonst zur Führung gehört, glauben Sie, das meiste kann man lernen? Glauben Sie, dass jeder im Prinzip auch eine gute Führungspersönlichkeit werden kann? Sie müssen also eigentlich immer besser sein als die anderen, die Ihnen folgen sollen. Oder aber Sie müssen die Schwachstellen, die ja jeder hat, meine Schwachstelle war immer die Verwaltung, da müssen Sie sich dann die besten Leute holen, die ihre eigenen Defizite abdecken. Das ist auch eine Führungsqualität, das überhaupt sich selbst einzugestehen, dass man bestimmte Sachen nicht kann oder nicht gut kann und sich dann andere holt. Ich habe das zum Beispiel in Bochum als Dozent in der Universität. Da habe ich über Eisenstein eine Vorlesung gehalten. Und dann am Schluss meldete sich einer und sagte, ja, wir duzen mich, Hilmar. Also da in einigen Punkten muss ich dir leider widersprechen. Und da habe ich mir das angehört und festgestellt, er weiß mehr über Eisenstein als ich. Heute ist das der Eisenstein-Exeget in Deutschland. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mach du mal die nächste Vorlesung. Und ich habe also auch vor den Studenten zu erkennen gegeben, dass da einer ist, der weiß mehr über Eisenstein als ich. Und das hat den Studenten imponiert. Die haben deswegen nicht gesagt, naja, der taugt nichts. Ja. Ja, aber das ist in Deutschland ja bei Managern oder Dozenten häufig eine Angst. Man denkt, man muss immer alles wissen, das Publikum fragen könnte. Was natürlich gar nicht so ist, es ist die Art und Weise. Naja, und das zeichnet eben, um auf Petra Roth zurückzukommen, Petra Roth aus, dass sie gerade auch in den Anfängen, in den ersten ein, zwei Jahren, auch gesagt hat, das weiß ich nicht, das habe ich nicht gelernt, das muss ich mir jetzt nochmal ausführlich zu Gemüte führen. Sie hat also immer eingestanden, etwas nicht zu wissen. Und so ist sie überhaupt in dem Duell mit Andreas von Schöler, im Fernsehduell, dem Entscheidenden, auch über die Runden gekommen, weil der von Schöler als Jurist brilliert hat mit seinen juristischen Kenntnissen und dass er also die letzten Details der Verwaltung kennt und auch im Griff hat. Und die Petra Roth hat gesagt, naja, also wenn ich so lange Oberbürgermeister gewesen bin wie Sie, dann kann ich das auch. Sie haben jetzt schon über verschiedene Persönlichkeiten gesprochen, Wallmann, Petra Roth. Wer hat Sie insgesamt beeindruckt? Wo würden Sie sagen, da war eine Figur, die mich in ihrer Führungspersönlichkeit beeindruckt hat, die Sie sich vielleicht auch zum Vorbild genommen haben? Gibt es da jemanden? Also für mich ist ein Vorbild Willy Brandt. Natürlich auch, weil ich die Politik von Willy Brandt verfolgt und befolgt habe und der mich höchst selbst in die Partei aufgenommen hat, als ich mal im Ruhrgebiet Wahlkampf für ihn gemacht habe. Aber der hatte eine Art, einem Dinge zu erklären, wo man also das Gefühl hat, da kann man nur zustimmen. Weil Sie vorhin von Charisma gesprochen haben. Hier stimmt der Begriff bei Willy Brandt. Wir hatten mit Günter Grass auch gesprochen und Günter Grass hatte auch Willy Brandt als Menschen, der ihm imponiert hat, genannt, weil er sagte, Willy Brandt konnte zuhören. Der hat uns Schriftsteller eingeladen, hat uns zugehört und hat aufgegriffen, was wir ihm gesagt haben, bis hin zu Korrekturen an seinen Reden, die er dann dankbar aufgenommen hat. Also ich glaube, das zeichnet auch eine Führungspersönlichkeit aus, dass man Kritik und Anregungen auch aufnimmt. Ne? Also ich habe ja viele Bundespräsidenten und Bundeskanzler kennengelernt in den 10 Jahren als Goethe-Präsident. Bin mit denen also um die Welt geflogen. Ich bin mit Roman Herzog, glaube ich, in 5 oder 6 verschiedenen Goethe-Instituten. Mit von Weizsäcker, mit Johannes Rau habe dann festgestellt, dass diese wirklich großen Leute nicht darauf bestehen,
als Bundespräsident wahrgenommen zu werden, sondern als Mensch. Hm. Ja. Also Roman Herzog hatte seinen Rivalen, den Richard Schröder, der gegen ihn kandidiert hatte als Bundespräsident, mit auf der ersten Reise und hat ihn behandelt wie jemanden, der auch eigentlich Bundespräsident hätte sein können. Dass sie ihn überhaupt mitgenommen hat, fand ich schon großartig. Und wie er mit auch den Journalisten oder mit der Entourage umgegangen ist, das war schon beeindruckend. Mhm. Während von Weizsäcker eben doch immer den Bundespräsidenten schon durch seinen Habitus herausgekehrt hat, der ihm natürlich dann auch entsprechenden Respekt abgenötigt hat. Gleichwohl sind wir im Roman Herzog, um jetzt diese beiden Personen zu nehmen, immer mit dem ihm gebührenden Respekt begegnet. Mhm. Dann habe ich viele Reisen mit Helmut Kohl gemacht, der ja nur eine wirkliche Führungskapazität war. Und ich hatte deswegen meine Schwierigkeiten mit Kohl, weil er mich eigentlich auf diesem Posten nicht haben wollte, sondern den damaligen Kultusminister von Bayern, ein CSU-Mann, den Hans Mayer. Mhm. Dann habe ich meinen Antrittsbesuch bei ihm gemacht. Und dann nach 2 Stunden hat er sich verabschiedet, hat gesagt, ja, Sie sind zwar in der falschen Partei, aber Sie sind ein Freund meines Freundes Walter Wallmann, CDU, und dessen Freunde sind auch meine Freunde. So. Und dann bin ich eigentlich mit Kohl zwar auf einer bestimmten Distanzebene, aber ganz gut zurechtgekommen, bis dann ein Erlebnis passierte. Er hatte mich zusammen mit seinem früheren Schulfreund, dem Kultursprecher im Auswärtigen Amt Littmann, zu einem 6-Augen-Gespräch in seine Kabine gebeten oder beordert. Und dann hat er gesagt, also Hoffmann, der redete einem nie mit Herr an, sondern also Hoffmann, was aber ein Zeichen der Sympathie sein sollte, das Herr wegließ. Bevor wir jetzt über die Sachen reden, Lothar, bitte ein paar Takte Hölderlin. Und dieser Lothar war Studienrat im Deutsch und hatte Hölderlin auswendig gelernt. Und da ich ja in der Gefangenschaft nur 2 Lektüren hatte, nämlich Faust und ein Band Hölderlin, habe ich mangels anderer Literatur beides auswendig gelernt. Und als dann der anfing, Hölderlin zu zitieren, habe ich die 2. Stimme dazu gegeben. Also jedes Gedicht, was der vorgetragen hat, konnte ich auch. Mhm. Und das hat den Kohl so beeindruckt, dass ich von da an, also hat mir gesagt, also offenbar, Sie können mich jederzeit anrufen, wovon ich Gebrauch gemacht habe. Morgens um 8 durfte ich den anrufen, wenn der Weigel, der Finanzminister, uns wieder also die Daumenschrauben ansetzte und uns den Etat kürzen wollte, habe ich meinen Freund Kohl angerufen und der hat dann stereotyp gesagt, also wenn Sie bis 12 nichts von mir hören, dann geht das klar. Und ich habe nie etwas gehört bis 12. So, und der hat mich dann irgendwann mal angerufen, der Weigel, und hat gesagt, also Hoffmann, das ist ja furchtbar, dass ich immer da vom Bundeskanzler ihretwegen Ärger habe. Rufen Sie mich doch gefälligst künftig selber an. Das haben Sie dann gemacht. Ja, das habe ich dann gemacht. Warum, Herr Hoffmann, geht Führung so oft schief? Also Sie haben vorhin so ein Beispiel genannt. Ich meine, Helmut Schmidt hat natürlich seine Verdienste und viele Sachen sich ja auch gut gemacht. Aber das war so ein Beispiel dafür, dass man Menschen vielleicht nicht immer ernst nimmt oder falsch mit ihnen umgeht. Was sind andere Gründe dafür, dass so viele Menschen politikverdrossen sind oder im Beruf krank werden? Und was ist Ihnen da begegnet als besonders schlechte Führung? Naja, da ich eigentlich immer eine Führungsposition hatte, schon mit 26 Jahren
war ich hier Leiter einer Volkshochschule. Und weil ich die selber gegründet hatte, hat mir da auch keiner reingeredet. Und dann wurde ich Kulturdezernent in Oberhausen. Das war auch wieder eine Führungsposition. Das heißt, ich habe eigentlich nie Schwierigkeiten gehabt, weil ich eigentlich nie jemanden über mir hatte, in meinem jeweiligen Bereich. Man musste natürlich als Dezernent immer sehen, dass man mit seiner eigenen Partei im Reinen war, was hier in Frankfurt immer besonders schwierig war. Frankfurt war immer die linke Speerspitze der SPD der Bundesrepublik und als solche auch gefürchtet. Also die Bundeskanzler von der SPD hatten immer Angst auf Parteitagen, wenn also die Hessen-Süd-Leute ans Pult traten und dann Tacheles geredet hatten. Und da war die Führungsposition immer eine kollektive. Also das war ja dann immer ein Vorstand Hessen-Süd. Und nur in dieser geballten Macht, wo sie dann also eigentlich ganz Hessen-Süd hinter sich hatten, haben die dann ihre Führungsansprüche geltend gemacht, was dann oft nichts genützt hat, weil die Gesamtpartei da nicht mitgespielt hat. Aber sie waren immer doch ein Korrektiv und hatten insofern eine ganz wichtige Funktion. Dass die SPD dann nicht ganz abrutschte in eine Politik der Gefälligkeit, sondern dass die SPD als Programm immer noch erkennbar blieb. Heute können Sie doch bei den großen Parteien kaum noch Unterschiede feststellen. Sind ja nur noch in Nuance. Besonders gilt das für die CDU, die sich so angeglichen hat, dass sie ihre eigenen Werte alle in der Programm, auch Godesberger Programm genauso, das ist ja nicht mehr gültig. Und jetzt sind wir eigentlich schon bei der letzten Frage nach Werten. Wenn man sozusagen an der Stelle Werte, die man mal hatte, nicht mehr lebt oder Werte nicht mehr, führt das bei Parteien vielleicht dazu, dass die Mitglieder weglaufen oder die Wähler einfach die Stimmen nicht mehr geben. Aber welche Rolle spielen Werte im Allgemeinen in unserer Gesellschaft heute? Finden Sie Werte? Naja, die Werte zu definieren ist ja schon eine schwierige Frage. In der metaphysisch obdachlosen Zeit hat ja zum Beispiel die Kirche als moralische Instanz nicht mehr die Position, wie sie vor 30, 40 Jahren noch hatte. Woran sie natürlich selber auch schuld ist, besonders die katholische Kirche, die ja überhaupt nicht mit der Zeit sich verändert hat oder sich angepasst hat an die Bedürfnisse der Menschen in dieser Zeit. Die Werte holen sich meines Erachtens die Leute ja aus der Kultur und nicht mehr aus der Religion und nicht mehr von den Parteien. Ich wollte gerade auf Ihr Kultur für alle Programm zu sprechen kommen. Wenn man sich die Situation in Deutschland anguckt heute, hat man den Eindruck, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr auseinandergeht und dass eben nicht alle Schichten partizipieren an Kultur und Wohlstand und Bildung. Also natürlich gehen mehr und mehr Schulen ins Senckenberg-Museum, ins Goethe-Haus, gibt es tolle Angebote anderer Stiftungen und so weiter. Aber es partizipieren eben doch große Teile immer noch gar nicht. Ja, aber das liegt daran, dass die kulturelle Erziehung, also die ästhetische Erziehung, die musische Bildung, erst, wenn überhaupt, im Gymnasium beginnt und nicht schon in der Volksschule oder im Kindergarten. Und man muss da so früh beginnen, dass dies ein selbstverständlicher Teil der Lebensgestaltung ist. Mit Kultur aufwachsen, nicht als etwas, was man haben möchte, sondern was man sein will. Und da ist eben die Verbindung zwischen Schule und Kultur
also was die Institutionen betrifft, kein selbstverständlicher Übergang. Ich habe hier mal 3 Jahre die Hessische Kulturkommission geleitet und habe ganz bewusst da auch Lehrer mit reingenommen, um herzustellen, dass das ein selbstverständlicher Übergang sein muss. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, wie man das praktisch hätte lösen können, wenn man die Mittel dazu gehabt hätte. Ich habe ja hier auch viele Bürgerhäuser gebaut. Und die neuen Bürgerhäuser, die haben dann eine Bibliothek integriert bekommen, eine Stadtteilbibliothek, und die war dann zugleich eine Schulbibliothek. Also, aber da, wo es eine räumliche Nähe gab. Und dann haben wir festgestellt, dass diejenigen Schüler, die schon als Schüler regelmäßig in dieser Bibliothek waren, der Bibliothek erhalten blieben, wenn sie die Schule verlassen haben. Also vorausgesetzt, sie sind da wohnen geblieben. Mhm. Dies war also eine kombinierte Schul- und Stadtteilbibliothek. Und dieser Prototyp ist leider, weil ja viele Bibliotheken schon da waren, wo man diese Verbindung nicht mehr herstellen konnte, sind dann ein Work in Progress geblieben, das aber zu keinem großen Gesamterfolg geführt hat. Aber das wäre so ein praktisches Beispiel, wie das hätte funktionieren können. Vielleicht als abschließende Frage, sind Sie, wenn Sie die letzten 22 Jahre, die Sie nicht mehr Kulturdezernent in Frankfurt sind, sind Sie für eine Stadt wie Frankfurt eher optimistisch oder eher pessimistisch, wie es mit der Kultur weitergeht? Ja, ich bin optimistisch, weil ja alle Veränderungen, auch die Veränderungen des Bestehenden, von Personen abhängig ist. Mhm. Und der jetzige Kulturdezernent Felix Semmelroth ist ein hervorragender Mann. Und in der Kombination mit der Oberbürgermeisterin haben die auch was zustande gebracht. Jetzt ist die Frage für mich, wie geht das weiter unter einem Oberbürgermeister, der ganz offensichtlich nicht, wie man heute so schön sagt, kulturaffin ist, sondern der tritt als Sozialpolitiker auf und wird das auch wahrscheinlich so durchhalten, weil das nach seiner Meinung für Frankfurt eine Alternative ist. Das ist aber keine Alternative, sondern man muss beides zusammendenken. Mhm. Die kulturelle Wohlfahrt und die soziale Wohlfahrt. Und wenn er klug ist, wird er dem Semmelroth das Feld überlassen. Wenn er unklug ist, wird er damit und dann auch zu Recht scheitern. Dankeschön, Herr Hoffmann. Danke.